Herzlich willkommen hier im Garten bei uns in Wieden. Ich bin Julia Pockenburg und wir sind hier im wunderschönen Düsseldorf. Ja, mein Name ist Markus Dawidowski, ich wohne in Düsseldorf. Ich bin erst seit 2 Monaten Imkerin, also eine ganz neue Anfängerin. Ich habe den Flowhive in der Kickstarter-Kampagne gesehen und da habe ich schon gedacht, ja, das ist genau das, was du möchtest. Das System ist einfach so einzigartig. Man hat halt weniger Eingriff in die Kolonie, in die Bienen und stört sie einfach weniger. Man kann viel einfacher Honig ernten, man braucht viel weniger Geräte. Das hat mich einfach sehr angesprochen. Das ist einfach genau das, wie ich mir umweltbewusstes Bienen und Imken und Honig ernten vorstelle. Ja, wir haben den Flowhive bekommen. Ich glaube, das war so im April oder März. Da hatten wir den schon bestellt, weil wir parallel einen Kurs gemacht haben. Und dann haben wir uns zu Hause den schön angemalt und noch ein paar Brandings drauf gemacht, um zu zeigen, dass das einfach unser Hive. Und wir waren natürlich ganz aufgeregt, als wir dann tatsächlich ein komplettes Vollgeschenk bekommen haben von dem Verein, dem wir beigetreten sind. Und auf einmal hatten wir diese Menge an Bienen in dem Flowhive drin. Und wir haben halt gesehen, wie toll die Bienen es angenommen haben. Weil ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, na, ob das was wird. Und die haben die Lücken geschlossen und haben einfach ihren Honig da eingetragen. Und wir konnten vor 2,5 Wochen zum ersten Mal ernten. Und der Honig, der kam raus. Ich konnte das richtig durch das Loch sehen, wie der runtergetropft ist. Oh, und der schmeckt so richtig gut. Ist richtig leckerer Honig. Jetzt hat man es gehört. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, der erste Honig. Läuft? Ja, der läuft. Ist das geil. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist ein neuer Moment, der sehr faszinierend für mich ist. Ich sehe immer wieder was Neues über die Bienen. Ich lerne was Neues über die Bienen. Und sehe halt den, was die Biene alles erreichen kann und wie sie mit der Natur umgeht. Und es ist einfach wunderbar. Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist es einfach was Neues, Fantastisches, was ich erleben und sehen kann. Also nie aufhören zu lernen, immer wieder was Neues zu entdecken. Wer aufhört zu lernen, der stirbt höchstens nur noch. Ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Wir haben einen ganz tollen Imkerpaten, der für uns da ist, wo wir immer Fragen stellen können und der uns auch wirklich praktisch zur Seite steht. Dass wenn wir sagen, ey, wir wollen zu den Bienen und wir haben da eine Frage, könntest du mal bitte irgendwie uns helfen, uns unterstützen, kannst du mit vorbeikommen? Und wir rufen an und er sagt, ja, na klar, ich komme wann? Und das ist für uns so eine große Unterstützung, eine richtige Erleichterung, weil so ein ganzes Volk auf einmal dahingesetzt zu bekommen und dafür verantwortlich zu sein. Das war schon so, dass wir geschluckt haben, gesagt haben, okay, wie sollen wir das schaffen? Und weil wir einfach wussten, der Gino Colica, der ist immer für uns da. Wir haben da jemanden an der Hand oder jemand anders aus dem Verein. Das hat uns beruhigt und hat uns einfach entspannt auch in der Sache, dass wir wussten, okay, wir müssen nicht alles alleine machen. Für jeden, der darüber nachdenkt, mit Bienen oder Bienenzüchten anzufangen, ist das Einfachste, mach's einfach. Viele haben viel zu viele Bedenken, dass es zu viel Arbeit wäre oder dass man Angst haben müsste. Es ist einfach alles gar nicht so. Man sucht dir einen Verein, tritt einem Verein bei, sucht dir einen Bienenpaten und tu es einfach. Und selbst wenn du für dich feststellst, durch einen Kurs oder sonst was, das ist nicht selbst was für mich, versuch eben den lokalen Imker zu unterstützen.